Deutschland TV, heute großer Tag für die Spielvereinigung Bayreuth, internationales Flair hier im Med-Center. Hier wurde der Neuzugang der Spielvereinigung eben präsentiert, Francis Kiyoyo. Über 200 Spiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, unter anderem für 1860 München, für Greuther Fürth, 1. FC Köln, Energie Cottbus, aber auch in der ersten Liga in Israel gespielt und auch in der Schweiz. UEFA-Cup-Einsätze, Afrikameister 2002, Länderspiele für Kamerun. Francis, erstmal herzlich willkommen hier in Bayreuth und Glückwunsch zur Geburt einer gesunden Tochter. Wie heißt sie denn? Marie-Käthe. Geht's dir gut? Ja. Extra aus Berlin hierher gefahren nach Bayreuth. Das ist das neue Trikot. Wir zeigen es mal den Fans der Spielvereinigung Bayreuth. Kann man sich damit anfreunden? Das Wappen sieht gut aus. Kiyoyo. Ist dann die Nummer 9 deine Nummer? Ja. Sehr gut. Der Spitzname der Spielvereinigung heißt Altstadt. Könntest du uns gleich mal einen Gefallen tun und sagen, ich bin ein Altstädter? Ich bin ein Altstädter. Und in Mundart heißt Altstadt Oldstadt. Ja. Vielleicht mal ein Oldstadt? Ich bin ein Oldstädter. Sehr gut. Und mal so ein Oldstadt in die Kamera? Oldstadt. Sehr gut. Wie ist es möglich, dass so ein Spieler wie du hier nach Bayreuth kommt? Ich glaube, das muss mal ein Präsident und den Verein führende fragen, weil die haben das geleistet. Ich glaube, ich müsste mich nur entscheiden und sagen, okay, ich mache das. Aber die müssen eigentlich diese Fragen beantworten. Aber die bauen auf dich, 3-Jahres-Vertrag. Inwieweit war das ausschlaggebend, hier nach Bayreuth zu kommen? War der wichtigste Punkt, weil ich habe, wie gesagt, nach Stabilität gebraucht und das Angebot hier klang gut und mit der Möglichkeit natürlich nach der Karriere was auch aufzubauen mit dem Verein. Und ich muss ja sagen, das war sehr, sehr entscheidend, diese Vertragsdauer. Also du wirst auch hier nebenher arbeiten bei Medi. Inwieweit hast du schon was mitbekommen von Bayreuth, von der Spielvereinigung Bayreuth? Außer, dass du schon perfekt Oldstadt sagen kannst? Dass das Verein 2. Liga schon gespielt hat, bis zur Relegation, zum 1. Dass es ein Traditionsclub ist. Die Stadion und so weiter habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. Und dass ein Verein natürlich sehr gut zielen lässt nach oben, das ist für mich das Allerwichtigste. Nicht nur mich ein bisschen abzutrainieren mit 32, sondern auch da auch mal was wissen wollen und was erreichen wollen. Also du wirst Vollgas geben, dem Verein helfen natürlich einer der spektakulärsten Neuzugänge bei der Spielvereinigung Bayreuth, vielleicht sogar überhaupt. Hast mit fast alles erreicht, was man erreichen kann als Fußballer. Jetzt geht es dann demnächst mal so nach Kleinrinderfeld, Framersbach, Drogen. Also das heißt, da müssen wir ganz schnell wieder weg, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch für mich trotzdem nicht neu. Ich meine, ich habe auch lange her schon mit 19, mit Greuther Fürth, mit dem Profi und auch mit Amateur ein bisschen gespielt. Also ich kenne die Liga ein bisschen, so lange her. Aber wie gesagt, das freut keine, solche Namen zu hören, sondern will mal schnell wieder. Nichts gegen Kleinrinderfeld, nichts gegen Farmersbach. In Profigeschäften kommen. Und das ist kein Selbstläufer, wie Präsident das gesagt hat. Das ist mit viel Arbeit, viel Leistung, viel Kampf und auch eine gute Harmonie in dem Verein. Und wenn das alles so ist, dann werden wir schon schaffen. Das gelb-schwarze Herz der Fans glüht. Wir freuen uns sehr auf dich. Alles Gute. Viel Spaß bei der Spielvereinigung Bayreuth und vielleicht nochmal ein kleines Oldstadt. Oldstadt. Vielleicht noch ein bisschen lauter. Oldstadt. Und vergessen darf man nicht Andi Beer, der das alles mit in die Wege geleitet hat. Ehre, wem Ehre gebührt. Freuen wir uns auf Francis hier bei der Spielvereinigung Bayreuth.